We're talking about seed thoughts. Wir sprechen über Gedankensamen. Amen. Amen. The word of God is a seed. Das Wort Gottes ist ein Same. So when we take in the word of God, wenn wir diese Same einpflanzen, the word of God will yield its fruit in its season. Zu seiner gegebenen Zeit wird genau das Wort Gottes als Same Frucht tragen. A season is a period of time. Ja, eine Jahreszeit ist eine bestimmte Zeit. And so in that period of time, in diesem Zeitraum, circumstances will change. Ja, werden die Umstände sich ändern. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Circumstances never remains the same in a period of a season. Nämlich die Umstände in einem bestimmten Zeitraum bleiben nicht dieselben. Amen. Amen. So if you try to pursue and improve the circumstances, you try to fight against the circumstances, you let the seed slip away. Also wenn du versuchst, die Umstände zu verbessern, wenn du versuchst, die Umstände, wirklich gegen die Umstände zu kämpfen, was passiert, dann lässt du den gepflanzten Samen los. Das bedeutet, du verlierst diesen Samen. Amen. Amen. Because the point is the seed is not the circumstances. Denn die Wirklichkeit ist der Same und nicht die Umstände. It's not the season. Es ist auch nicht der Zeitraum. It's the seed. Es ist der Same. So that is why you work on your mind. Deshalb arbeitest du an deiner Gesinnung. You meditate on the word of God. Du meditierst an dem Wort Gottes. Whether you feel good or not. Ob du dich gut fühlst oder gar nicht. Amen. Amen. Because you want what you are meditating to produce, to become an experience. Denn du möchtest, dass worin du meditierst, eine Erlebnis wird. Glory be to God. Ehre sei Gott. Amen. Amen. So Isaiah tells us. Jesaja sagt uns. Now in Isaiah 60. Jesaja 60. Isaiah 60, he says, arise, shine. Da hieß es, steh auf und leuchte. Arise, shine. Steh auf und leuchte. For your light has come. Denn dein Licht ist angekommen. Amen. Amen. So how do you shine? Wie leuchtest du nun? By putting on the switch. Indem du den Schalter auf an stellst. Amen. Amen. So when you switch on. Ja, wenn du den Schalter auf an stellst. Amen. Amen. If you think in oneness with what God has said. Wenn du im Einklang mit dem, was Gott ausgesagt hat, denkst. You release the light. Was tust du? So schaltest du das Licht an. Amen. Amen. Because the light has come. Denn das Licht ist gekommen. The glory of the Lord is risen upon thee. Die Herrlichkeit des Herrn ist auf dir gegangen. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. The glory of the Lord is upon your life. Ja, die Herrlichkeit des Herrn ist auf deinem Leben. Your destiny is glorified. Ja, deine Bestimmung ist verherrlicht. Amen. Amen. God has finished your destination before you begin. Dein Ziel hat Gott schon vollendet, bevor du überhaupt angefangen hast. Then he says, for behold. Und nun sagt er, siehe. Darkness shall cover the earth. Dunkel wird auf die Erde sein. Gross darkness the people. Große Dunkelheit auf dem Volk. But the Lord, doch der Herr, shall rise upon thee. Wird auf dich aufgehen. And his glory shall be seen upon thee. Und seine Herrlichkeit wird auf dir gesehen sein. And the Gentiles shall come to thy light, and the kings to the brightness of thy rising. Und es ziehen Nationen zu deinem Licht hin, und Könige zum Lichtglanz deines Auffangs. Glory be to God. Ehre sei Gott. Amen. Amen. So your rising. Ja, also dein Aufgehen will pull kings to yourself. Ziehen Könige zu dir. The Gentiles will come after you. Die Nationen werden dir hinterherjagen. Amen. Amen. Because of your rising. Aufgrund deines Aufgangs. Because you have put your switch on, weil, the light. Weil du das Licht in dir angeschaltet You've hast. You've worked upon your mind. Du hast an deinem Sinn gearbeitet. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. So when the effect, wenn die Wirkung begins to manifest in your life, also sich
zeigen lässt in deinem Leben. It will pull the Gentiles. Das zieht die Nationen an. It will pull kings. Das wird Könige anziehen. Because that which is in the recesses of your soul is that which attracts from the outside. Denn das, was du in der Tiefe deiner Seele verbirgst, ist genau das, was all die Ressourcen und all die Möglichkeiten, die äußerlich sich befinden, anzieht. Amen. Amen. Halleluja. Amen. What you are thinking upon, also worin du denkst, you attract. Genau das ziehst du an. Amen. Amen. No, I want you to ponder on these things, also, and just try to examine your own life. Ich möchte, dass du über diese Dinge nachdenkst und prüfe dein Leben damit. Glory to God. Ehre sei Gott. Because prayer is important. Denn Gebet ist wichtig. We have to pray. Wir müssen beten. But we should stop. We should stop negating our prayer with our wrong thinking. Doch es ist wichtig, dass wir aufhören, unser Gebete ins Negative zu stellen aufgrund unserer negativen Gedanken. Amen. Amen. You pray. Du betest. And pray. Und betest. And pray. Betest. And you come out of your prayer, you're thinking contrary to what you pray. Und du kommst aus dem Gebet heraus und du denkst, naja, vielleicht klappt es gar nicht. Amen. Amen. Halleluja. Amen. It doesn't work that way. Also so funktioniert es gar nicht. You know, we experience all these negative circumstances. Wir erfahren all diese negativen Umstände. And things doesn't change in our lives. Und die Dinge ändern sich in unserem Leben nicht. It's because of our thinking. Es ist aufgrund unserer Gedanken. So if we determine to change the way we think. Doch wenn wir uns entscheiden, unser Gedankengänge zu ändern, we will change. So verändern wir